Wir wollen wieder ein bisschen Wetling spielen. Wir haben uns ja letztes Mal zumindest bis vor Norman durchgeprügelt. Dann ist uns leider ein wichtiges Pokémon draufgegangen. Da mussten wir nochmal unsere Situation überdenken. Ja, wir haben Armstrong leider verloren und wer auch immer da dran hing. Luigi, das Bisaknoss. Stimmt. Was ja einfach weggecrunched wurde. Das hat schon wehgetan. Ich meine nicht, dass Armstrong wirklich gute Attacken hatte, aber... Weißt du noch, was für eine Arena du hattest? War das Feuer bei dir? Möglich. Weißt du noch, was ich hatte? Unlicht, ne? Stimmt, ich hatte Unlicht wegen dem Crunch. Wegen Duodino. Ja. Ja. Okay. Ich sollte vielleicht mal das Bild mal wegmachen, weil sonst sehe ich mein Bild nicht. Ja. Ja. Also, vor Norman habe ich sowieso immer Angst, weil der ist immer brutal. Und ihr müsst bedenken, er hat 2 Leta King. Und 2 Leta Kings werden ausgetauscht mit was richtig anderem Harten. Also ich fand, der war einer der wenigen in Oras, der nicht an Schwäche verloren hat. Also die haben ja die Rubin und Saphir Teams genommen. Und das fand ich halt gerade in Moosbach zum Beispiel so schade. Mhm. Aber ich finde, Norman ist halt eigentlich trotz seinem Nicht-Smaragd-Team immer noch Ich finde sogar schon fast, das Smaragd-Team ist schwächer, weil da ein Leta King weniger drin ist. Aber das Panier nervt wie Sau mit Taumeltanz. Ja. Aber ja, ich habe generell Angst und jetzt habe ich noch mehr Angst. Ja, dementsprechend haben wir ein bisschen umgestellt und ich habe noch mal ein bisschen trainiert. Es ist schon ein bisschen her, deswegen muss ich erst mal wieder gucken, wen ich überhaupt habe. Und wer überhaupt zu wem gehört. Ja. Ich fange einfach bei mir oben an. Wir haben hier bei mir einmal Junko, das Tentoxa, ja, was verbunden ist... Azumarill? Könnte... War das nicht die aus dem Ei eventuell? Nee. Azumarill ist mit Zickzacks. Mit dem Tentara? Bin ich gerade blind? Vielleicht. Aber so viel Auswahl haben wir nicht. Könnte Monocytu sein, könnte Donphan sein oder Azumarill. Guck mal, im reinen Metarost. Ach, das ist das Fossil. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben, deswegen finde ich es nicht. Dann müsste es Donphan, glaube ich, sein. Ja. Ja. Okay. So, Moment. Kirito, danke für 9 Monate Treue. Supergeil von dir. Bin ich eigentlich laut genug hier drüben? Sonst kann ich noch ein Stückchen rüberlatschen. Ich frag nur. Aber ja, wir haben ja sehr lange gebrütet. Nee, gar nicht, das waren die Fossilien. Entschuldigung. Aber die Fossilien, Was mein? Wieso nimmt er den Filter nicht an, sehe ich gerade. Das ist mein Arm im Bild. Mach mir doch nicht solche Angst. Irgendwie? Ich merke aber, dass ich halt nicht ganz so weit an der Seite sitze. Irgendwie ändert sich die Kamera mit dem Filter nicht. Eigentlich sollte ich da weiter links sein, der Cam. Aber irgendwie will der nicht. Moment. Blub. Was tust du? Schieb doch einfach die Cam. Nee, ich will das ja nicht verschieben, weil sonst verschiebt sich da bei anderen Sachen auch wieder was. Ist doch jetzt egal, ob sowas funktioniert. Weil sonst ist da links halt schwarz. Ah gut, dann ignoriere ich das jetzt einfach. Warum auch immer der gerade den Filter sich nicht anwenden lässt. Ja. Unsere Fossilien. Unsere Fossilien. Das hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht mit deiner Unvorbereitetheit. Ich bin jetzt erst aufgefallen, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Rede weiter. Nee, ich hatte einen Punkt gesetzt. Unsere Fossilien und wollte dann, dass du weiterredest. Okay. Jo, hier haben wir eben halt die beiden. Mit der Duft- und der Blütenhülle finde ich irgendwie witzig, dass beide eine Hülle haben. Bin mal echt gespannt, weil ich meine, ich habe eine Feuerarena, da könnte Donphan natürlich schon gut helfen, ne? Doch. Also das war ja quasi unser Last Resort Move, glaube ich, dass wir am Ende noch nach Metaros gegangen sind, in der Hoffnung, irgendwas Gutes zu bekommen für die Arena und haben dann zum Glück Donphan und Tentoxa bekommen. Das ist, denke ich, ja, ich schon finde, gut. Eventuell wahrscheinlich werde ich auch anfangen, um einfach die Giftspitzen schon mal auszulegen. Ja. Um zumindest dem zweiten Leta King Encounter noch was hinzulegen und mit Säurespeier kann man gut die Spezialverteidigung sehen. Also wenn das Pokémon was Spezielles ist, habe ich hier eine gute Chance. Wir reden übrigens nicht über mein Wesen, ne? So, dann haben wir Gyarados, das ist nämlich verbunden mit einem Azumarill. Ja. Die sind aus dem Ei geschlüpft, ne? Ja. Da haben wir irgendwie richtig lange gebrütet und dachten so, da kommt was richtig Tolles raus. Und dann kamen Meryl und Zickzacks raus. Das war dann eher so, aber... Ich habe die prinzipiell auch nur drin, für dich halt. Ja. Weil das Azumarill dich wahrscheinlich gut retten kann und ja, ich habe Angriffs-Minus-Wes, also wir werden es wahrscheinlich nach der Arena direkt wahrscheinlich wieder rausnehmen. Ja, aber ne, könnte. Ja. Dann unsere Starter, Captain Falcon und 2B.
hat sich, glaube ich, eigentlich nichts geändert. Ich habe sogar immer noch den Kratzer drauf. Lern mal was Neues, Junge. Die Sache ist, Tobi wird halt jetzt immer zunehmend schlechter. Mhm. Weil die Drachenwut hilft nicht mehr. Gut, Drachenpuls habe ich, auch wenn ich halt lieber was Physisches hätte. Mhm. Nur, ich halte halt nichts aus, ne? Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Dann haben wir noch Gluttony mit Lucina, glaube ich. Da ist sie. Hat sich bei dir irgendwas? Ich glaube, auch nichts geändert. Ist halt, glaube der Silberhauch eventuell, weiß ich aber nicht. Mhm. Ist halt eher so ein Late- und Mid-Game-Pairing, glaube ich. Also ich denke, dass Smetbo wahrscheinlich auch zunehmend schlechter wird. Wobei deine Elektroimmunität ist cool. Ja, bis dato echt gut. So, dann Dudu und Hilda. Hilda. Auch. Well, ich glaube auch wahrscheinlich nichts Besonderes Neues. Nee. Und auch nochmal neu reingenommen, Friede und Tipo. Jawohl. Ich glaube auch wieder eher für dich, damit du noch was hast zum Schutz. Ja. Also Tipo ist sowieso, weiß nicht, da bin ich sehr happy mit, dass ich es bekommen habe tatsächlich. Du hast vor allen Dingen ja auf der Route trainiert bei den Aschefeldern und die anderen Encounter gesehen. Und ich glaube, es kam kaum ein Monozyto. Ich glaube, ein weiteres. Halt der Panzer-Eron-Encounter. Ja, es war wirklich sehr selten und den hat sie ja direkt als erstes bekommen. Das also, war da bin ich echt glücklich. Happy mit. Ich habe nur kein Item drauf und ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendwas... Ich habe auf Frieda auch keins und auf Hana habe ich auch keins. Also kann ich schnell mal gucken, ob ich noch was finde. Aber ja, ich bin mir nur noch nicht sicher, wo ich... Moment, ich muss kurz noch was gucken. Wo ich anfangen möchte, mit wem. Ich gebe... Nee, doch, den Lachsrauch. Ich will erstmal hier die Genauigkeit senken. Aber die meisten Feuer-Pokémon sind doch eher speziell, oder? Ja, ich würde spontan sagen, drei Viertel speziell, ein Viertel physisch. Gut, Blendpuder geht sowieso immer. Mhm. Ist immer eine gute Option. Luftballon, Flingklaue. Muskelbrand klingt auch gut. Ich latsch dann schon mal rein. Ich muss nur gucken, wo ich gleich langlaufe, weil ich ja nicht alle Trainer gemacht habe. Ich glaube, rechtsrum hast du die gemacht und links gelassen. Ja. Mobitest, größer Zytomega. Ich mag beide tatsächlich. Ich finde beide cool. Ich glaube, ich bin größerer Zytomega-Fan. Ich glaube, ich würde Zytomega auch auf Platz 1, also halt vor Mobitest packen, weil ich es irgendwie... Es ist so ein süßer Blobbel einfach. Aber Mobitest ist halt so... Gothic Girl. Also ich mag beide. Ich frage mich halt, ob ich eventuell mit Zytomega anfangen möchte und ein Lichtschild raushauen möchte. Könnte hilfreich sein, ja. Wenn jetzt nicht gerade ein Hundemon kommt. Oder ein Panferno. Panferno wäre okay. Also, will der Lichtschild halt nicht helfen, aber würde mich zumindest nicht komplett recken. Alex, da bin ich auch deiner Meinung. Ich finde Mobitest nämlich auch eher hässlich. Echt? Ja. Es ist für mich aus wie eine hässliche Version von Gardevoir einfach. Es gibt doch so Lolita-Vibes irgendwie. Kann mich nicht so catchen. Oh. Zumindest nicht von Mobitess aus. Ich finde schön, dass wir übrigens unterschiedliche Hintergründe haben, weil es bei dir Nacht ist und bei mir nicht. Ja, stimmt. Holt die Fähnchen raus. Ja, die können wir gebrauchen. Ich bin gespannt. Wir haben beide so... Das halbe Team ist gut, das andere halbe Team wollen wir lieber nicht einsetzen. Die Sache ist, Letaking hat Legi-Stats. Ja. Also, ich habe Feuer, du hast Unlicht. Das heißt, der könnte mir jetzt auch theoretisch einfach einen Lavados vor die Beine schmeißen. Ja. Was kann ich denn kriegen? Iveltal? Oh mein Gott. Mit seinem Special, wo er sich heilt? Oh nein. Bitte nicht. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Tekefalo könnte ich auch kriegen. Hundemann wird wahrscheinlich nicht kommen bei den Stats. Nee. Okay, let's go, würde ich sagen. Wir können nur unser Bestes geben. Jan, oder Sven Jan. Es macht mich so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Arenaleiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Deshalb erwarte ich dasselbe von dir, Jan. Sven Jan. Manchmal kriege ich den Namen meines Kindes nicht. Daddy, please be gentle. Ja! Willst du zuerst gucken? Ah! Ah! Es geht gut los! Ah! Ah! Lass mal kurz so, bitte. Was ist das? Feuerzahn wird da durchschaut. Wie war das jetzt nochmal? Das ist dein stärkster Angriff, ne? Aber wie sind jetzt meine Werte?
Wo bin ich stärker? Gleich gut. Okay. Würde aber, glaube ich, trotzdem Lichtschild raushauen, einfach für alles, was sonst noch so kommen könnte. Was ist denn das für eine Scheiße? Was hat der Beta-King? Was hat er gemacht? Schlimmer. Hypnose. Die trifft auch noch? Ja. Okay, wir machen jetzt. Also, ich kann halt mit Tipo ehrlich gesagt nicht viel gegen Heatran machen, aber ich kann zumindest ein Lichtschild raus. Ruckzuckieb! Okay. Sowohl Drachenpuls als auch. Ja, immerhin hat es keinen Albtraum. Genau das. Ich glaube aber, das Gute ist, Legis sind Early Game schlecht. Wie viel Schaden mache ich denn theoretisch? Ich weiß, es ist jetzt nicht so, dass. Er hat übrigens erst Metallsound gemacht und jetzt ist Überblick. Wie gesagt, Legis sind Early Game richtig schlecht. Weil die einfach keine guten Attacken haben. Die lernen die alle erst richtig spät. Das könnte uns noch zum Sieg verhelfen. Es ist halt aber auch nicht mehr. Als ob der nochmal trifft! Feuerzahn, Silber. Ruckzuckslieb. Ich will meine beiden Sachen machen. Also ich will zwei Lagen Giftspitzen legen, damit was auch immer da kommt, direkt toxisch vergiftet wird. Also ich habe ein Lichtschild draußen. Das hilft mir halt gegen Heatran überhaupt nicht, aber Tifo kann halt auch nichts gegen Heatran machen. Unheilböen. Okay, ich habe meine Giftspitzen schon mal draußen. Dann Säurespeier. Senken wir erstmal seine Spezialverteidigung ein bisschen. Die Sache ist, ich habe jetzt zwei Silberblicke dran. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn Feuerzahn kommt, dass das eigentlich passen sollte. Ja. Das war dann eine sehr gute physische Verteidigung. Und Heatran hat leider eine harte Bodenschwäche. Ja. So, das ist schon mal weg, der Kollege. Das ist gut. Ich sollte nur gleich wechseln. Ich denke mir mal so. Oh, der EP-Teiler ist noch an. Ah ja, stimmt. Da ist auch noch ein Heatran. Ah! Er trifft schon wieder mit Hypnose. Was ist denn das? Hat er achtlos oder was? Ich würde aber... Achtlos? War das die Fähigkeit, wo man da trifft? Schildlos, nicht achtlos. Ich warte ja nur auf den Unheilböen-Boost, ne? Schrei nicht zu laut. Also es ist schon krass, weil ich fand jetzt, die letzten Arenen waren eigentlich okay. Also ab und zu war vielleicht mal was Gemeines bei, aber ich fand unterm Strich, waren jetzt so die letzten Arenen eigentlich in Ordnung. Die waren... Nice. Die schienen immer schlimmer zu sein, als sie eigentlich waren. Mhm. Ah ja, bei den Petern. Also ist halt schon echt scary, wenn du dann hier Norman mit sowas vor dir hast. Hallo Trikefalo! Das Lustige ist, wir haben unser Team so aufgebaut, dass es halt... Gluttony. Dass ich potenziell bessere Chancen habe als du. Also du hast zurückgesteckt, damit ich ein besseres Team habe. Und ich würde schon fast behaupten, du hast hier mehr die Arschkarte als ich. Das geht. Das ist sogar dein Signature, ne? Level 30. Kann sein. Saumselig! Hoffen wir, dass mein Trickgefahren nicht so endet. Und tschüss. So. Einfach instant weggeknuddelt. Mit einem Crit auch noch. Wow. Richtig hart entschärft einfach. Oh cool, sogar ein Level Up noch. G to the G. Er wollte einfach das Leta King so gut es geht nachmachen. Okay. Tengulist zum Schluss noch. Ist jetzt irgendwie... Was ist das heute mit dem Saumselig? Nun. Okay. Ich glaube sogar, ich habe keinen Schaden genommen. Geil. Weil Heatran hat nur Silberblick und Metall. Schon wieder weggecrittet. Endlich kein Faulpelz Leta King. Well. Also, das hätte potenziell echt übel enden können. Ja, also mit Trikefalo und Darkrai hätte der echt böse sein können, aber das Einzige, was er gemacht hat, ist Hypnose. Ruckzuckieb, 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 ruckzuckieb. Hypnose. Ruckzuckieb, ruckzuckieb. Unheilböen. Ruckzuckieb, ruckzuckieb. Richtig hart Conny-Syndrom. Ja, ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich gegen dich verloren. Du hast wirklich Fortschritt gemacht, mein Kind. Aber gut, das ist für dich.
Weißt du, was das Beste an der ganzen Sache ist? Was denn? Wir kriegen jetzt Surfer. Ja. Endlich keine Lehmbrühe mehr. So, mit dem Orden brauche ich ja alle Pokémon und noch andere Sachen. Hier, du kannst auch Surfer machen. Und du kriegst noch TM Luftschnitt. Rasierblatt? Nice. Flash. Ja. Es ist keine Heimzahlung, aber okay. Puh. Ich muss zugeben, als Arenaleiter kann ich meinen Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als dein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits stimmt es mich auch ein bisschen traurig. Ich wäre auch traurig, wenn mein 10-jähriges Kind mich einfach so übertrumpfen würde. Nun gut, Svenjan. Ich bring dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Ich finde die Tür auch schon alleine. Ah! Oh, ich glaube, du hast ihn gesprochen, ne? Nein, er ist männlich. Okay. Svenjan, Arenaleiter Norman. Was für ein Zufall. Euch beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon ein paar Wochen her, ja. Ich bin hier nur auf der Durchreise, weil ich daheim etwas vergessen hatte. Legst du richtig ins Zeug, stimmt, Psycho? Das sehe ich dir auch an, ohne sofort zu kämpfen. Wirklich? Das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank. Ah, oh, du bist Jan, stimmt's? Ich bin Heikos Vater. Wie ihr sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Ihr meint, was schließlich dir Heiko damals dabei geholfen haben, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne ein Pokémon, das er seinen Freunden nennen kann, wäre er wohl heute immer noch schwächlich und krank. Ich bin dir so zu Dank verpflichtet. Weißt du was? Ich möchte mich erkenntlich zeigen. Hier, das ist für dich. Wir hätten auch einen Donut kaufen können. Ja. So, wenn er seine Pokémon Surfer erlernt hat, kannst du auf ihm die übers Meer reisen. So, Svenjan, wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass ihr hinter Route 118 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Höhens leben noch stärkere Pokémon-Trainer. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Verstanden. Dann werde ich mich bemühen, mit Svenjan mitzuhalten. Nun gut, Papa, ich mache mich langsam auf den Weg. Bis bald. Komm, Svenjan, dann wollen wir mal. Ach ja. Ach, ich bin schon gespannt, wie stark du und dein Pokémon-Team bei unserem nächsten Wiedersehen wohl sein werdet. Pass gut auf dich auf, Svenjan. Und schau ab und zu mal bei Mutti in Wurzelheim vorbei, damit sie sich keine Sorgen macht, hörst du? Los geht's, bis bald. Gute Reise, mach's gut. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo jeder Spieler geschrien hat damals. Ja. Nein, ich will nicht, ich wollte von hier aus noch erkunden. Ja. Schon seltsam. Mhm. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn, aber andererseits stimmt es mich auch etwas traurig. Ach, was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das Gleiche gesagt. Was sie nicht sagen. Soll ich Ihnen was verraten? Solange er nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wunschlos glücklich. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Ich meine, du bekommst ja hier nun mal auch Surfer. Dementsprechend ist es ja schon naheliegend, dass man die Wasserroute überquert, um dann so wieder nach Malvenfroh zu kommen, um von dort aus nach Baumhausen City zu gelangen. Deswegen ist es schon irgendwie nicht so schön, wenn man hier weggeschleppt wird. Ja. So, Norman sagte, wir sollen unsere Reise hinter Route 118 fortsetzen, stimmt's? Schalten wir am besten mal das Kartennavi an. Aha, Route 118 liegt also östlich von Malvenfroh. Jan, Svenjan, wo wir zwei schon mal hier sind, können wir auch gemeinsam nach Malvenfroh City aufbrechen. Schließlich führt mich mein Weg ja auch auf Route 118. Weißt du, sonst kriegt man immer die Auswahl, außer hier. Ich verstehe es halt auch nicht, warum. Weil sonst kommt man ja auch nicht zu der Route dort. Ja, puh, der Weg bis nach Malvenfroh war ganz schön weit, was? In Richtung liegt Route 118. Bin schon total gespannt, was für Pokémon mich da erwarten. Geh schon mal voraus, Svenjan. Wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, müssen wir unbedingt wieder kämpfen. Versprochen? Versprochen. Du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass ich jetzt verfolgen werde, mein Junge. Und tschüss. Wir können dann jetzt erstmal durch den Metaflur-Tunnel gehen. Nördlich von Metaross, die eine Route da machen. Ja. Das bisschen diese kleine Ecke. Uns unsere Pokémon erstmal heilen. Und sind die geheilt. Vorher stimmt, du hast eh keinen Schaden genommen. Auch wieder wahr. Aber ich könnte ihm Surfer beibringen. Ja. Ja, wie gesagt, die eine kleine Ecke da oben machen und von da aus dann nach Süden runter. War jetzt so meine das Idee. Das ist einfach useless. Sollen wir das Team eigentlich nochmal umstellen? Oder willst du es so lassen? Wir können gerne Azumarill rausnehmen. Ja, lass wenn mich du aber sagst, es ist useless. Ich fahre erstmal nach Wiesenflur. Weil ich würde Surfer jetzt einfach meinem Tintoxer beibringen. Das nimmst du liebend gerne an. Ja, Hilda auch. Machen wir die Aquarelle dafür mal weg. Ich muss kurz meinen Becher noch auffüllen. Um einen Sip zu nehmen. Ja.
Weil dann brauche ich nämlich meinen Geradax nicht mehr. Ich liebe immer noch den Toxasnamen. Ich finde, der passt super gut. Ich glaube, bei den anderen beiden kann ich dann drauf verzichten. Bei den anderen beiden? Lucina und Eisen wollten auch Surfer lernen. Hm. Zählt Cola auch zum Sip, klar. Einfach irgendwas trinken. So, wir hatten gesagt, Azumarill kann wieder zurück. Und Geradax. Item einmal bitte wegnehmen. So. Wir hatten hier, ne? Edelgard und Naoto dabei. Ja. Die habe ich übrigens beim Training benutzt, deswegen sind die ein bisschen höher vom Level. Ich weiß gar nicht, was ich bei dir benutzt habe. Weil ich glaube, ich habe dein Tobi benutzt, weil es eh so langsam gelevelt hat. Ah, ja. Wo ist unser nächstes Level-Cap eigentlich? 38? Nee, Wiebgard, 35 oder so. Echt? So niedrig? Ja. Ich glaube, ins Markt hat sie sogar 33 als Level-Cap. Hm. Und dann Moosbach ist da wieder 42. Also wir können den EP-Teiler gleich auf jeden Fall ausschalten. Ja, stimmt, es wird nur 35, dann auf jeden Fall ausmachen. Ist jetzt die Frage, welches von beiden du gerne mitnehmen möchtest? Jo. Also für mich... Ich habe halt das auch noch dabei, ne? Ja, stimmt. Auch eher so eine Glaskanone. Für mich persönlich wäre halt Schneckmark natürlich besser. Mhm. Aber ich habe ja auch fast ein Gardevoir. Wollte ich ein Gardevoir oder wollte ich ein Galagladi machen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Du hast ein Gardevoir Nieten, aber du hast ein männliches Kirlia. Also beides irgendwo, ne? Ja, aber ich habe auch gar keinen Stein für Kirlia aktuell. Ja. Ist halt die Frage, ob wir jetzt dann... Also würde ich vielleicht gerne Kirlia noch ein bisschen auf der Box lassen und gucken, wie sich das entwickelt und zu was ich es machen möchte. Mhm. Also Edelgard wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann nehmen wir das mit. Diktri ist stark. Okay. Kann ich gut gebrauchen. Muss nur gucken, wie ich Friede benutzen kann. Das Beste, was es hat, ist Eissturm. Ja. Ich glaube, ich verzichte sogar einfach darauf, wieder einzusetzen, bis es wirklich in Siberio werden kann. Dementsprechend dürfen jetzt Junko und Dudu erstmal als nächstes ein bisschen kämpfen. Was ist denn mein Schutz? Ah, ich kaufe mir noch neues Schutz. Ich habe nur noch 6. Hm. 7. Ich dachte, ich hätte mehr. Kannst ja gleich noch was kaufen. Hallo, ich möchte Superschutz haben. So. Wo haben wir so viel Geld plötzlich her? Weil wir finden manchmal echt lustige Sachen zum Verkaufen. Hm. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendwo einen Gardevoir Nieten hätte kaufen können. Also ich weiß, es gab teilweise Megasteine. Oh, stimmt. Du wolltest mir auch noch was schenken, ne? Ich kenne dich doch. Ja, du hast mir geholfen. Hier hast du. Bitteschön. Alles okay. Danke. Aber ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise den Galagladi Nieten so. Weiß ich gerade auch nicht, ob du den irgendwo schon kaufen Weil die kann. Sache ist ja, das Kirlia ist männlich. Dementsprechend kann es halt potenziell... Oh, das wollte ich nicht. Sowohl Gardevoir als auch Galagladi werden. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es nur eins von beiden werden kann. Nur ich habe halt natürlich den Megastein für Gardevoir. Und halt keinen Megastein für Galagladi. Achso, ja. Und ich habe halt keinen Entwicklungsstein. Das ist so. Ich meine, dann wiederum, ich kann aktuell eh noch keine Mega-Entwicklung auslösen. Soon? Ja. Sogar beides Legend Pokémon für. Ich glaube, ich habe gerade die PS5 getreten. Das kann sein. Beides Legend Pokémon für. Wieso habe ich die noch nicht bekämpft? Ich auch nicht. Hm. Na, hier waren wir doch schon eigentlich.
Level 30? Hm, okay. Schattenstoß. Der einen werde ich ja wohl überleben. Aber das Ding hat immer noch Wunderwaffe. Ich glaube, der wechselt die wahrscheinlich nicht weg. Okay. Ich dachte, es hat einfach keine. Oh, dann wird es Junko auch Level 31. Das ging schnell. Nein, ich hasse Sony nicht, aber die PlayStation steht hier auch einfach nicht gut. Das ist halt ein Monster. Ja. Das stimmt. Das Ding ist wirklich riesig. Weiter außen dann wahrscheinlich surfen. Hm? Der KP-Balken war einfach sofort weg. Tja, boom, weg. Ja, ich möchte weiter Schutz verwenden. Sehe ich ja irgendwo noch. Also muss weiter nach links surfen. Mhm. Wahrscheinlich nur nicht da die Treppe runtergegangen, als wir da durch den Meteorfällen gegangen sind. Warum auch immer. Hi. Mein Team verlangt nach einem Kampf. Das sind keine versteckten Items. Dann halt nicht. Kommen Sie zurück? Erstmal hinterherlaufen. Ich habe zumindest einen Lehmschuss. Kann ich den Gegner zumindest anspucken. Wenn wir diese Woche schon kein... Wobei, das ist irgendwie witzig. Ich wollte gerade sagen, wenn wir diese Woche schon kein Fire Emblem streamen, dann haben wir immerhin Hilda und Dedu. Es ist leider so witzig, dass du Dedu hast und ich Hilda. Ja? Bisschen vertauscht irgendwie. Haben sich verirrt.